Okay, Leute, willkommen zurück zu Child of Light. Genau. So, jetzt läuft alles einigermaßen flüssig, würde ich mal sagen, weil ich diesmal wieder im Vollbild spiele. Yay, letztes Mal habe ich ja nicht im Vollbild gespielt, ich Idiot. Weil ich einfach mal den Timer ausprobieren wollte, der dann irgendwie doch nicht mit aufgetimt hat. So, beim letzten Mal haben wir diese Tür hier geöffnet und jetzt sind wir genau an der gleichen Stelle wie im vorletzten Part. Oh, das sieht krass aus. Okay, kleiner Freund. Ja, geil. Weil ja so... Ah, okay, da kommt man schon... Ich wollte es ja schon sagen. Das hier wird genau nach dem letzten Part von der ewige Blizzard aufgenommen. Deswegen, wenn ich irgendwelche Soundqualitätsprobleme habe, dann liegt es daran, dass ich noch nichts bemerkt habe. Vorsicht, irgendein Zauber. Hinter Glas brachte mich geheimes Ränkenspiel... Ränkenschmied? Ist das nicht eine Pokémon-Attacke? So, Ränkenschmied? So... so. Hi. Könntest du bitte diesen Hebel hier betätigen? Könntest du das? Nö. Okay, kannst du da eben nicht. Ich dachte, wir wären Freunde. Bim, 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 bim. So. Okay. Ach, kannst du das nicht auch, kleiner Freund? Kannst du das nicht auch? Okay, ich mach das ja schon selber. Meine Fresse. Warum steht der L? Ich habe keine L. Ach so, ich muss... Ah. Ich verstehe... Ah, ich verstehe schon. Okay. Grün auf grün vielleicht? Ah, okay, okay. Okay, ich habe es verstanden, Leute. Ich habe es verstanden. Da ist ein grüner Kristall. Oh, Bazinga. Oh, ist das cool. Boah, ist das geil. Okay. Weiter geht's. Der lilane Kristall ist nicht da. Könnte vielleicht zum Problem werden. So. Nächster. Boom. Oh, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel, Leute. Kommt und befreit mich aus meinem Exil. Okay. Machen wir doch gerne, ja. Und bam. Klatsch. Oh, du bist frei. Wer wagt es, sich der Königin der Nacht zu widersetzen? Ein kleines Nichts mit Locken ganz rot. Oh, fuck. Oh, Gott. Trau deinen Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint's egal, die wollen unseren Tod. So. Also, jetzt gibt's sehr heftigen... Moment. Ärger. Deswegen greife ich jetzt den an, weil der früher angreifen kann. Also, oh Gott, greift der schnell an. Haha! Boom! Oh, unterbrochen habe ich ihn sogar. Geil! Oh, nein, nein, nein. Oh, ich dachte, ich muss jetzt nach oben drücken. Geil. Okay, der hat jetzt das Tempo erhöht. Das ist. Das gibt's. Geil. Wusste ich gar nicht. Okay, komm. Boah, keine MP mehr. Das ist jetzt nicht geil. Ja, jetzt habe ich wieder 6 MP. Ja, 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 ja. Du weißt, auf wen du gehen sollst. Dann mach das auch. Oh. Lichtstrahl. Boom. Und er ist down. Autsch. Da tut dem kleinen Mädchen weh. Was bist denn du für ein Assi? So. Da ich Lichtstrahl nicht einsetzen kann. Hieb. Bam. Oh, der macht 10 Schaden. Krasser Scheiß. So, das reicht mir, weil du, ich glaube, du bist jetzt sowieso down. Bam. Oh, doch nicht, fuck. Oh, unterbrochen. Jawohl. Oh, du hast keine Energie mehr. Nein, kleiner Freund. Oh, oh, kleiner Freund. Oh, jetzt. Schnell. Oh, ja. Puh. Ich habe keine MP mehr. Verdammt. Ich habe zwar, glaube ich, noch eine Mixtur, aber... Ich glaube, die... Och, die heilt, glaube ich, eher. Jetzt komm, geh schon kaputt, komm. Oh, dankeschön. Bing. Wow. Das war wohl ein Endboss. Beziehungsweise 2. LP, MP, Magie und Magieress. Ja, ist doch ganz cool. Magie-Sternstaub. Hui. Oh, ist das schön, wieder alles in normaler Geschwindigkeit zu spielen. Schön. Oh, du bist frei.
Das ist Aurora, gute Frau. Madame, im Traum gefangen hält mich dieses Land. Doch bin ich bereit, nun zu erwachen. Kind, eine Vision! Nimm meine Hand! Oh, eine Vision! Eine Vision! Touch me! Oh, wie schüchtern die da einfach so hinlangt. Das ist schön. Einst schien die Sonne über einem Land voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Oh. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Red ich so fad, fallt ihr ins Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land, Lemuria. Ja, wie soll eine Frauenoma sprechen sonst anders? Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Ah, das ist gut. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befreie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr, auch einen Namen habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Ein Käfer, groß wie eine Nadel, zu wenig, wie ich finde. Ich Gestirne zu holen. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond, such im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird dir Hilfe gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Wow, über ihr ist der Himmel? Versteht ihr? Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Okay. Oh, sie macht sogar. Ha, Licht. Ach, das ist ein Stern, das ist doch so ein Kind, oder? Mond, Sterne, sind doch alles Kinder. Oh, Transformation. Oh, lol. Oh, welch Wunder, welch Erstaunen. Oh, sie ist eine Fee. Ich flieg wie eine Fee, als wäre es nichts. Hui. Oh, das ist cool. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu, behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du? Nie! Noch ein letztes, bevor ich von dannen ziehe. Moment, wenn mir die während dem Kampf, ja, die fällt ja runter, wenn man getroffen wird. Inwiefern ist das schlimm? Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich höre dich nicht, Kind, sei auf der Hut! Lebe wohl. Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Glühwürmchen. Gewöhnliche Flöte, Inventarmenü öffnen. Moment. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit. Oh, das ist gut. Das finde ich gut. Die machen mir sowieso viel zu viel Schaden momentan.
Wie kann man hier heilen? Kann man... Also ich weiß schon, das ist ein Zaubertrank. Okay. Jetzt weiß ich, wie das geht. Ein Geschenk der Dame des Waldes. Wozu ist sie gut? Schlag die mal. Oh. Okay. Drücke A, um zu fliegen. Ja, cool. Macht Spaß. So. Ich brauche mal wieder ein paar Dinge. So wanderte Aurora durch den Forst fern von daheim. Nur die Sterne zum Hirten. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Schlimme, auszulöschen Auroras Funken. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Und warum will Aurora ihres Vaters Arm? Oh, guck mal, ich kann nicht Sprint machen. Okay, dann machen wir hier mal den Hebel. Hebel umlegen! Starkes Haltonikum. Cool, finde ich gut. Guck mal, die lässt irgendwie so einen Zauber. Aber das finde ich cool. So. So. Dann bitte noch einmal. Zaubertrank mal 2. Finde ich gut. Ja. Boah, das gefällt mir. Das gefällt mir. Freund, danke. Kleiner Freund, du musst mir doch helfen. So, cool. Also das Fliegen finde ich richtig genial. Also das ist echt eine gute Idee. Wie kommt man jetzt hier weg? Ich finde es doof, dass man beide hier steuern muss. Also das Glühwürmchen. Und Aurora. Was nun mal so ein richtig cooler Name ist. Ah, was ist das? Ah, oh, cool. Das ist... Auwei, so fühlt man sich also dabei. Flieg, Aurora, du bist frei. Kapitel 3, gen Westen. Yeah. Nun, ich würde sagen, unsere Route ist klar. Nach links müssen wir fliegen. Dann werden wir des Dornbaumes sicher gewahr. Hoch, Igniculus, versuch mich einzukriegen. Ja, fang mich doch. Catch me if you can. Okay. Jetzt kommen wir jetzt mal nicht mit Beatles-Musik, das... Nee. Auch meinen Traum folgen und lachen. Ah, was soll ich nur machen? ja, du sagst ja das Gleiche. Ich möchte nur zuvor das Schild lesen. Links zum Altar von Mathildes. Was soll ich nur machen? Ja, das ist ein Clown, den muss man so reden. Verzeiht. Kleine Dame, was du der lässt... Sahst du der lustigen Ballonsgewimmel? Einhört, die auf Bällen balancieren? Oder Zelte, die zu den Sternen sich strecken? Meint ihr vielleicht zum Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, hier sitze ich nun, es ist bizarr. Verzeiht die Frage, aber seid ihr ein Narr? Werft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jenen Brief? Boah, die Reime, also das ist ja heftig. Was ist das Gekritzel, das ich dort sehe? Ach, geh. Das ist Latein, wenn ich's recht verstehe. Rubella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunkle Zeiten muss einer erheben seine Hand. Darf sich nicht verstecken in der Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit der Weltenlast. An der Pforte des Todes, er strauchelt und fällt. Doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar, mein Traum zu leben, bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei einer Sache gewiss. Ich denke an dich, dein Bruder, Tristis. Ich mag die Reime, das ist heftig. Tristris brach unseren Akt entzwei. Wollte eine Karriere als Einzelgänger. Ließ Rubella zurück. Mich, Lemurias. Geistreiche Stimme. Meint sie nicht eher Sänger? Wie auch immer, wir haben viel zu tun. Und verweilen dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitnehmen, Geruhen? Gott, meine Taschen sind gepackt.
Finden muss ich meinen Bruder und retten unsere doppelte Nummer. Akt. Wisse, dieser Weg erst riskant, mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein geübter Artist und komme schon klar mit diesem Quark. Mist. Ja, yeah. Rubella hat sich der Gruppe angeschlossen. Komödie, yeah. So, oh, wir können jetzt sogar reingehen. Verschlossen. Okay, wir können jetzt doch nicht reingehen. Wow. Cool, wir haben Gefährten. Finde ich gut. Starke Aufwertung oder Überrumpelung. Ja, das ist gut. Achso, das hat er schon. Mein Gott. Also er hat 3 Zweige, die wir gehen können. 42 M. Wow, okay, das ist viel. Okay, machen wir hier mal. Stärke. Oh, das ist auch ganz cool. Um 5. Ne, hier. Doch, um 5. Ja, komm, Verteidigung und Stärke. Komm, ich gehe jetzt einfach mal hier den Weg. Ja, cool. Gut. Hier mache ich mal kurz einen Cut. Keine Ahnung, ob das jetzt... Das macht mich nicht verdrossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für einen Part reicht oder ob das schon zu viel ist, weil ich Spiele im Voll bin, ne? Und wenn es für einen Part gereicht hat, dann ist das super. Und wenn es nicht für einen... Also, wenn es über eine Partlänge hinausschreitet, dann sehen wir uns gleich wieder, okay? Okay, bis gleich oder bis zum nächsten Part.